Aliska. Ich heiße Aliska und bin 19 Jahre alt. Ich studiere in San José, der Hauptstadt von Costa Rica. Heute ist ein besonderer Tag, weil ich nach Hause fahre, nach San Carlos, um meine Mutter zu besuchen. Der Bus fährt früh los. Es ist eine sehr schöne Reise durch Berge und Wald. Und mit etwas Glück sehen wir zwischen den Wolken den Vulkan Arenal, einen der größten des Landes. Meine Mutter arbeitet auf einer Ananasplantage von Dole. Um 6 sitzt sie schon auf dem Rad auf dem Weg zur Arbeit. Um diese Zeit beginnt auf dem Feld die Arbeit. So sind viele Arbeiten schon erledigt, bevor die Sonne nachmittags ihren Höhepunkt erreicht. Meine Mutter beginnt ihren Tag an der Verpackungsanlage, an der das Obst, das gerade vom Feld geerntet wurde, gewaschen und verpackt wird. Meine Mutter hat mir erzählt, dass jeden Tag 10 Lkw-Ladungen Ananas die Plantage verlassen und in Europa oder den USA verkauft werden, und zwar jede Woche. Sie hat ein besonderes Geschick, mit allen gut auszukommen. Das hilft ihr sehr, denn sie ist für die Qualität verantwortlich und dafür, dass während der Arbeit alle Regeln befolgt werden. Das bedeutet nicht nur, dass die Ananas von guter Qualität sein muss, sondern der Anbau auch umweltfreundlich sein muss. Das Leben in San Carlos unterscheidet sich sehr von dem in der Hauptstadt. Hier kennen sich fast alle. Ich freue mich, meine Freundinnen wiederzusehen, genau wie meine Mutter jeden Mittag. Es gibt immer viel zu erzählen. Jetzt tauchen die ersten Ananasfelder auf. Bald sind wir da. Etwas später am Tag geht meine Mutter aufs Feld raus, um sich die Arbeiten auf der Plantage anzusehen. Manchmal besucht sie die traditionelle Ananasfinca und andere Male die Orte, an denen Ananas organisch angebaut wird. Auf der Plantage wird jede Frucht einzeln und mit der Hand gepflegt. Mein Leben in der Hauptstadt ist intensiv und sehr modern. Ich bin heute sehr optimistisch, was meine Zukunft angeht. Aber eines weiß ich genau. Irgendwann kehre ich nach Hause zurück. Nach San Carlos.